Es ist 0.30 Uhr. Noch 5,5 Stunden bis Tagesanbruch. Jerry! Mensch, mach keine Geschichten! Ja, kleiner Mann, hab ich gedacht, du bist Mus. Oh, süß. So. Hier steht wieder was anderes. Nee, immer noch Haha. Mhm. Gut, dann dauert es wahrscheinlich wieder einen kleinen Moment, bis das nächste Ereignis kommt. Vermute ich mal. Batterien haben wir noch genug. Diese Puppen. Nein, hier waren wir schon drin. Hier waren wir auch schon. Es sind nur 5 Zimmer oder so. Und ich verlaufe mich trotzdem. Hey, Musikzimmer. Boah, die Gitarre, ey. So. Hey, Badezimmer. Keine Veränderungen. Und auch hier zum Glück keine Veränderungen. Aber wahrscheinlich dauert es jetzt wieder einen Moment. Hallo, hallo? Man muss halt immer irgendwas triggern, glaube ich. Zum Beispiel die Türklingel. Ja, wer ist denn da? 3, 2, 1. Alles klar. Ja, wer ist denn da so ungeduldig? Willst du dich verarschen? Hintertür kann es ja nicht sein, ne? War hier immer schon eine Glastür drin? Irgendwie habe ich Karotten auf den Augen oder so. Ich guck mal in die Hintertür. Gott sei Dank ist die zu. Wie sie einfach auch jetzt irre durchs Haus läuft. Macht die ganze Zeit nichts anderes als, jetzt, Mann! Hallo? Hallo? Alter! Der Clown! Der Clown.
Wie eklig das war. Da steht er da auf der Straße und winkt. Muss ich jetzt raus? Ist die Tür... Oh, ich will's gar nicht wissen. Oh. Nein, die ist zum Glück zu. Steht auch nicht im Garten oder so, ne? Hilfe. Das wird das nicht. Ich bin sehr froh, dass dieses Spiel doch noch relativ hell ist. Wobei bei der Menge an Kerzen und Streichhölzern und Batterien kann ich es mir kaum vorstellen, dass es so bleibt. Aber also Pineview Drive war sehr, sehr dunkel teilweise. Weil man ja auch sparen musste ein bisschen. Gleiches Prinzip. Und ja, das war wirklich... Aber ein gutes Spiel, hat Spaß gemacht. Pineview Drive war super. Wenn ihr es also nicht kennt, gerne selber spielen. Und, Teil 1 und Teil 2 übrigens. Noch mal ein bisschen Werbung hier. So, was ist jetzt hier mit dem winkenden Clown? Irgendwo einen neuen Zettel? Irgendwas Neues? Achso, hier. Ich glaube fast, hier oben ist nichts. Help. Ja. Sehe ich auch so. Draußen ist auch nichts. Jerry! Mensch. Gehen mal wieder runter. Ich glaube, da war mehr Action. Hör damit auf, hier rumzuknallen. Telefon. Nicht ein Telefon gehört? Mist! Telefon gehört, oder? Und die Mikrowelle ist wieder sauber. Das ist schön. Oh. Was für eine schöne Erfindung diese Mikrowellen sind. Frösche? Mäuse? Hamster? Dort drin zerplatzen kleine Tiere so herrlich. Was? Alles klar. Alles klar. Den kannten wir auch noch nicht, den Zettel. War aber nicht der Zettel. Ja, manchmal ist es ein bisschen mühsam. Manchmal geht es schnell und manchmal sucht man sich einen Ast ab. Man muss wieder halt irgendwas machen. Ach ja. Und man weiß nicht was. Deswegen hoffe ich, ihr habt es euch gemütlich gemacht. Und euch schön eingekuschelt an diesem leicht kalten Herbsttag. Ich weiß ja nicht, wann ihr das guckt. Vielleicht auch im Sommer. Dann hoffe ich, ihr habt es euch mit einem kühlen Getränk gemütlich gemacht. Also jetzt gerade ist hier Herbst.
Und es war ein relativ grauer Herbsttag. Und kühl war er auch. Und deswegen habe ich mich jetzt hier in eine Decke eingemummelt. Ah! Um so ein Gefühl von Gemütlichkeit zu erzeugen. Mist! Ja, was denn jetzt? Wie oft willst du denn noch klingeln? Ich kann jetzt nicht die ganze Zeit hier unten hin und her laufen. Ich bin jetzt mal verschwenderisch und zünde uns ein Kerzchen an. Um es uns gemütlich zu machen. Ich habe bereits 5 Kerzen. Gut, um es uns gemütlich zu machen. So. In diesem kalten Herbsttag. Im Jahre 2019. Ich fange schon wieder an, Scheiße zu labern, weil hier einfach nichts passiert und ich versuche die Zeit zu überbrücken. Zu überbrücken. So, schweres Wort. Nein, lass es an. Hallo Telefon, kannst du jetzt nochmal klingeln, dass ich da auch dran gehen kann? Ich habe jetzt keinen Bock, die ganze Zeit im Kreis zu laufen. Der Zettel lag da schon, ne? Am Telefon? Ja, glaube schon. Wir gehen nochmal nach oben. Ein Spielmodul. Sollen wir? Hm? Ach komm. Passiert gerade eh nichts. Solange wir noch Strom haben. The Nightfall. Okay. Was jetzt? Huch. Was? Oh mein Gott. Hä? Ich verstehe es gerade nicht. Müssen wir das tun? Ich glaube, wir müssen das tun, ne? Moment. Nutze die Pfeiltasten, um das Spiel zu starten und zu spielen. Mit Escape kannst du das Spiel wieder verlassen. Ich benutze die Pfeiltasten. Und komme mit Escape aber nicht wieder raus. Und sobald ich mich ein Stückchen entferne, passiert jetzt mal gar nichts. Doch, jetzt hört es wieder auf. Hä? Was soll das jetzt? Coole Musik übrigens. Was soll uns das denn jetzt sagen? Hat das was zu bedeuten oder ist das nur ein Spaß? Hm? Ich weiß nicht, was es uns sagen will. Müssen wir dann mit vielleicht zum Telefon gehen? Vielleicht denke ich auch wieder zu kompliziert. Nein, hier hört es wieder auf. Mist. Dann mache ich es mal aus. Ich weiß es nicht und nehme das Modul mal mit.
ist mir manchmal nicht erschließen. So. Was soll ich denn jetzt machen hier? Hm. Oh, die Kerze ist runtergebrannt. Schön. Dann gehe ich nochmal nach oben. Auch gar keine Musik mehr gerade. Sieht jetzt gerade nicht so viel. Auch hier keine Veränderung. Und sonst so. Habt ihr Halloween gut überstanden? Ich hoffe, ihr habt Blair Witch geguckt. Wenn nicht, wisst ihr Bescheid. Hey Jerry. Hey Herr Hase, schön, dass du noch da bist. Ja, du kleines Mäuschen, ne? Ja, ich weiß, du bist ein Hamster, aber... halt, hier waren wir schon, ne? Ich vergesse das halt jedes Mal. Hier war das Musikzimmer? Ja, richtig. Okay, dann müssen wir da weiter. Entschuldigung. Ich sag ja, 5 Türen und ich verlauf mich. Na, Pip. Lässt du das sein? Und du? Sahst du auch vorher da noch nicht, ne? Oder? Mann, dreh den Kopf nicht rum, ey. Ich hasse dich. Mach dich aus dem Fenster und dich gleich mit. Wo muss ich denn jetzt hin? Dauert jetzt aber ein bisschen lange. Alle, die jetzt noch dabei sind, ich danke euch für euer Durchhaltevermögen. Doch gerade ein Telefon klingeln gehört. Ach ja. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ja, zur Not. Wenn sich jetzt hier nichts ergibt, dann sehen wir uns wieder, sobald sich etwas ergibt. Sonst wird es dann doch zu lang. Lass es auf jeden Fall weiterlaufen. Aber jetzt so langsam ist es etwas ermüdend. Stille. Deckenleuchter. Ha. Oh, hier war jetzt wieder ein bisschen Musik. Oder zumindest Geräuschkulisse. Warum ist in diesen Nächten immer Gewitter? Achso, als Grund für den Stromausfall, ne? Hier weiß ich halt immer noch nicht. Ich kann hier aber auch nichts nehmen. Wie kriegt man das denn auf? Mit dem Paddel da auch nicht? Oh, ich glaube, unser Licht verlässt uns bald.
Aber macht nichts. Bis dahin können wir den Gang hier auswendig. Ich weiß jetzt auch nicht, wohin. Das haben wir schon gelesen. Ich kann ja mal den Anrufbeantworter anklicken. Hi Schatz, ich bin es nochmal. Mittlerweile müsstest du eigentlich da sein. Geh doch mal bitte ran. Ich mache mir langsam ein wenig Sorgen. Schatz, bist du da? Nein. Okay. Ruf mich bitte sofort zurück, wenn du das hier hörst. Ich liebe dich. Junge, es ist hier Mitternacht. Die Frau schläft wahrscheinlich schon. Also unter normalen Umständen. Ich mach mal Fenster auf. Ach, schön. Ja, gruselig genug. Ich mach Fenster dazu. So. Mich hier raus. Spiel, jetzt möchte ich gerne irgendwas tun hier. Das ist vielleicht ein Fehler oder so? Run. Ja, tue ich die ganze Zeit schon. Hin und her. Jerry, hilf mir. Sag mir, wo ich hin soll. Wo sind wir die ganze Zeit draußen, ob dieser Clown da steht? Ich habe das Gefühl, dass wir vielleicht doch was mit dem Spielemodul machen müssen. Weil es so auffällig auf der Treppe lag. Oder ist es einfach nicht? Lass das sein. Lass mal Raumspray, du stinkst. Ich gehe nochmal zu dem Spielemodul. Vielleicht hat es ja wirklich damit zu tun. Wobei ich nicht weiß, wie das funktioniert. Das verstehe ich halt nicht. Und sobald wir die Maus drehen, ist Ende, oder? Nee. Ich verstehe es nicht. Was? Wo müssen wir denn hin? Wo müssen wir denn hin? Mist! Alter! Was soll das denn? Muss ich in dem Spiel da vielleicht... Aber ich kriege doch so schnell die Tür nicht auf. Ich häng fest. Ich häng in der Couch fest. Nee. Sobald ich den Raum verlasse, ist es weg. Ach Mist, ja Mist.
Sehe ich hier vielleicht irgendwas, was man sonst nicht sieht oder so? Der Kerzenleuchter. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht mal, ob es eine Bedeutung hat. Manu. Ja, wie auch immer. Ich würde sagen, wir sehen uns in einer nächsten Folge wieder, wenn es wieder heißt The Nightfall. Und ich starte die Folge dann, wenn was passiert. Damit auch was passiert, weil das war jetzt lang genug Rumgeeier. Und ich hoffe, ihr macht es euch noch schön gemütlich und ihr habt noch eine schöne Zeit, einen schönen Abend oder was auch immer. Passt auf euch auf und gehabt euch wohl.